Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 7 Days to Die mit mir, den Kabin. Und ja, ich war in der Zwischenzeit eben mal zurück und habe unser Inventar ein bisschen geleert. Es hat nicht so gut funktioniert. Ich war nämlich nochmal schnell im anderen Haus dran gewesen. Ja, ist ein anderes Thema. Ich habe so überlegt, wir sind ja hier in der Nähe von verbrannten Biomen. Und was kannst du da am besten machen? Kohle farmen. Also, habe ich mir gedacht, mach mal den Abstecher dahin. Kann nicht schaden. Aber wenn wir schon mal hier sind, dann können wir auch gleichzeitig nochmal eine Quest annehmen. Würde ich sagen. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, weil irgendwie ist das alles so ein bisschen Low-Level, was wir hier kriegen. Ich muss hier stehen, ich habe nämlich eben schon eine Quest gemacht. Und ja, das hätte ich mir sparen können. Deswegen habe ich das nie aufgenommen. Die waren mich kacke. Immer war sie um eine Ecke und zweitens, ich hab bloß graue Zeug gekriegt. Das ist ein Traum, ist das da ist. Woo! Jo. Ich hoffe, dass jetzt die Musik nicht so zu laut ist. Ich hab sie nämlich letztes Mal ein bisschen lauter gedreht, weil mir die. Nee, ich hab sie mir jetzt ein bisschen lauter gedreht, weil die mir ein bisschen zu leise war. In der Aufnahme. Ich will nicht an, was das liegen tut. Entweder ist es zu laut oder es ist zu leise. Jetzt kann ich es auch nicht mehr wieder runterreden, denn ich habe Musik Lautstärke O5. Die nächste Stufe wäre aus. Ausgezeichnet. Ja, verbrannte Biom ist, glaube ich, da, ne? Nope. Nope. Yes. Genau, da müssen wir hin. Da, wo der Zombie ist, die ja jetzt so durchgehend rennen, war eine super Idee von mir. Da kommt doch Freude auf. Haha. So, aber erstmal muss ich den hier treffen. Wilhelm Tell. Ich sag bloß Wilhelm Tell. Ab und zu. Nicht immer. In den Kopf. Alter, das hat. Oh, das hat weh getan. Schon beim Zuschauen. Dieser Stein, ich wollte, seit wann haben die hier jetzt Puma eingefügt? Entschuldigung. So, ich hoffe, dass wir ein paar vernünftige Ressourcensteine finden. Wenn nicht, dann werden wir ein paar Bäume klatschen. Du Sau, nimm das. Was, wo? Hier, ich sehe nichts. Ich habe ihn die Bergs hier. Jute in Klettern, aber blind wie eine Eule. Moment mal, eine Eule hat Jute oben. Wie ein Maulwurf. Wo ist denn der? Ich sehe nichts. Ist ein Tarnzombie. Naja, die wollen ja auch in Alpha 18 Tarnkleidung einfügen, ne? Würde mich nicht wundern. Übrigens, Olle mit Mull, der hat neue Bilder reingestellt bei sich auf Twitch. Müssen wir mal gucken. Entweder bei Twitch hier direkt 7 Days to Die einnehmen oder eben halt mit Mull. Ja, er hat uns gehört. Er hat endlich neue Automodelle eingefügt. Also, fügt er ein in Alpha 18. Haben wir nicht letztes Mal noch drüber gequatscht, dass die ein bisschen merp aussehen? Ja, so ist es nun halt mal. Was, wo? Hier. Ja, Fräulein, warte doch mal. Wir müssen erst reden und dann, und so, ne? Hui. Kulla, kulla, kulla. Ich mag die Physik. ja. Schöne neue Bilder drin gefügt. Übrigens, da ist auch, quasi das Bild drin, von dieser Tarnkleidung. Und der LKW ist und so. Ja, er fügt LKWs ein. Aber ich weiß immer noch nicht, ob die befahrbar sind oder bloß lootbar. Aber ich würde eher auf das letzte tippen, dass die bloß lootbar sind. Aber gut abgeguckt von dem Mods. Ja. Aber er will sich wohl, wenn ich das richtig verstanden habe, endlich, oder er hat es sich angenommen, diese Performance-Probleme,
Die werden nämlich zum größten Teil in einer 18er wohl teilweise oder fast so wie alle behoben. Hat er versprochen. Okay, versprechen kann man füllen, ne? Hallo, Piepmatz. Ja, ja, und ein bisschen, also er fügt ein paar neue Sachen hinzu, wie ihr sagt. Und eben halt Bugfixes. Alter, du machst mir nervös. Und dann treffe ich nicht. Sag mal. Leck mich am Arsch. Karbin. Wilhelm Tell. Der geht uns jetzt die ganze Zeit auf den Sack. Darauf könnt ihr jetzt gehen lassen. So, Moment mal. Ressourcensteine. Ich denke, die haben sie rausgenommen gehabt. Moment mal. Aber damit sind nicht die gemeint, ne? Das sind doch ganz normale Steine. Oder gibt es hier ein bisschen mehr dadurch? Was? Wo bist du? Alter, der ist wie Batman, Alter. Der fliegt gegen die Sonne. So, dass wir geblendet sind. Von seiner Hässlichkeit. Oh, ich glaube, ich muss in der nächsten Aufnahme wirklich die Musik doch ein bisschen runterkurbeln oder auf aus. So, jetzt müsste eigentlich aus sein, weil das ist mir zu laut. Das ist. Oh. Alter, das sieht überhaupt nicht böse. Oh, Alter, gibt mir hier X voll. Blöder Baum. Ich hab mich ein bisschen erschrocken. Und da sind wir schon wieder. Er kommt. Irgendwann. Jetzt nicht mehr. Alter, das sieht geil aus. Warte mal kurz. Er kam. Er sah. Er siegte. Aber das sieht geil aus, Alter. Oh, Alter. Mir fällt die Mod. Wie gesagt, in der Beschreibung drin. Sau einfach zu installieren. Oh, Alter, jetzt sind es schon zwei. Paaren die sich oder was? Das sind ja wie Mehrzeller, Alter. Die. So, warte mal. Das gibt auch Kohle, das weiß ich. Naja, das habe ich mir irgendwie anders vorgestellt. Dann hätten wir auch die Steine zu Hause klatschen können. Moins? Moins? Aber Moment mal. Das ist ja nicht mal so schlecht hier, weil wir wissen ja, hier gibt es ja noch andere Sachen, ne? Rest ist dir gegeben. Schöne Ding. Und dann sammeln wir auch noch ein paar Eier ein. Das passt schon. Und dann sind hier ja auch noch eins. Ach, ich wollte gerade sagen, eins wie Autos, aber hey. Es ist bloß ein rotes Gebäude. So, wir sollten aber unseren Ballermann auspacken wegen Wauzi. Wauzi sind nämlich hier auch unterwegs. Auch wenn wir sie nicht sehen. Die werden wir spätestens dann mitkriegen, wenn sie an unseren Hintern hängen. Nom, 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 nom. Wäre auch kein Problem. Lass ich einfach ihn fahren. Hast du schon mal einen Luftballon, der aufgepustet ist, losgelassen? Jetzt ist aber gut. So. Ich fühle mich ein bisschen unwohl. Also vor allen Dingen jetzt dadurch, dass da... Ach ey, ist das euer Ernst? Dadurch, dass da oben jetzt ein Geiermeier rumfliegen tut. Was ich überhaupt nicht gut finde. Fühle mich nämlich jetzt ein kleinen Tick beobachtet. Ach, klein machen. Shit doof. Ja, toll. Ich hab keinen Platz. Jetzt nehme ich hoch noch... Ach, das ist doch... Wieso... Oh, Pullerwasser. So. Komm runter, Batman. Du und Ecke. Jetzt bloß eine Ecke. Flup. Da war doch noch einer. Ach, der ist da hinten. Gut. Da haben wir noch ein bisschen Zeit. Kommen Sie, kommen Sie. So, das ist aber nicht
genügend. Alter, sag mal, Entschuldigung. Ich habe ja schon vorhin gesagt, ich finde die Mod richtig geil. Aber das sieht doch jetzt noch durch diese neue Einstellung, diesen Patch hier 17.4, sieht das noch ein Tick besser aus. Obwohl mir der wackelnde Schatten fehlt. Obwohl hier ist ja wieder ein bisschen Schatten. Oh ja. Nun gut. Oh, das ist gut. Das gut ist, ich sammle das Zeug immer ein, aber ich habe bis jetzt in 12 Billionen Folien, die wir jetzt gemacht haben, habe ich gerade mal ein paar Bandagen gemacht. Läuft. So. Das ist aber ein bisschen schlecht hier. Ich habe gedacht, dass hier ein bisschen mehr ist. Was? Mehr Wasser? Nein. Mehr Breath. So, warte mal. Wir sollten mal kurz was trinken. Das wäre nämlich gut. Dann können wir auch bald unsere Gemüsebrühe fertig machen. Boom, bouillon. gut. So kriegen wir auch ein bisschen Eisen. Als ob das unser Problem ist. Och, wie lange dauert denn sowas? Hält den ganzen Verkehr auf. Ja. Es läuft. So, den Ballermann auspacken. Komm mal her. Alter. Sag mal. Warte mal, wir sollten mal den nutzen. Nochmal. Wir sollten den nutzen. Ich wusste auch, ich kann es noch. Ich kann es noch. Ich kann es noch. So, warte mal. Da, Müll. Oh ja, was willst du da? Na, wir geben uns mit allen zufrieden. Also fast allen. Wir haben immer noch keine lila eine AK gefunden, wa? Ist ein Traum. Fällt mir jetzt so nebenbei mal so auf. Weil, wie gesagt, ich möchte... Waffen ist ja das Einzige, was ich nicht craften möchte. Sondern nur finden. Und das finde ich gut. Hey, Joba Öl. So, warte mal da. Vielleicht? Nee. Da? Vielleicht? Nee. Das ist ganz schön. Gut. Also mir fällt das. Oh, Alter, da ist noch einer. Wilhelm! Stillhalten, Apfel und so. Och Mann, jetzt bleibt er wirklich still. Das hätte doch treffen müssen. Das war sein Kopf und so. Genau. Manchmal klappt das, manchmal nicht. Oh, Alter. Ich hoffe, dass das bei euch auch so gut aussehen tut. Also. Jetzt, meinte ich. Ach, übrigens, von dem Zeug, was wir letztes Mal gesucht haben, habe ich echt, wie gesagt, 160 Schuss machen können. Es war nicht schlecht. Lüft. So, da haben wir den nächsten Kandidaten. So muss es die, wenn nur so eine Teile da wäre, das wäre schön. Und wie gesagt, ich werde immer noch versuchen, so nebenbei mit der Mod irgendwann mal hinzukriegen. Werden wir dann schauen, wenn es soweit ist. Gut. Machen wir zu. Play. Toll. Oh. Shane, Shane, Shane. So, da sind noch drei Stück. Da könnten... Oh, Alter. Das sieht auch cool aus. Das sieht hier alle cool aus. Ja.
Nehmen wir mit. Kann ich jetzt? Oh, endlich. Oh. Gut. Pullerwasser. Ich sag mal so, wenn es so weiterhin tut, wir ernähren uns langsam, aber stetig. It lüft. So, da ist auch nochmal. Oh, Alter. Das ist ja eine richtige Goldgrube. Der Blöde ist, dass das nicht nachwachsen tut. Wie ein Uch. Lüft ja hier keiner lang. Oh, Alter. Tu doch sowas nicht. Gleich die Beine überkreuzt, ne? Das hat ihn selbst wehgetan. So. Ah, das ist gut. Das läuft. Also, wir kommen zwar langsam, aber wir kommen voran. So. Da ist auch noch einer, dann sind das vier. Aber da ist eine Stranne, ne? Nee. Gut. Dann gehen wir erstmal da rüber. Jo, da ich. Da waren wir schon. Scheiße. Kruzifix. Zu schnell gedreht oder was? Ich hab die Übersicht verloren. Ein wenig. Oh, Alter, Kohle. Wir sind gerettet. Tätätätät. So, warte mal. Bleib mal stehen. Danke. Nette Leute hier. Nett. So, oh, da ist noch einer. Das ist heute mal eine richtig gute Ausbeute. Muss ich ja mal, ne? Und so. Das hätte uns jetzt ja schlimmer treffen können. Hey, Federn. Ich frage mich, warum ich eigentlich nie mit unseren Federn zum Händler fahre, weil die nimmt er ja auch an. Hat? Oh. Denk nochmal drüber nach. So, das Fleisch kann weg. Ach, das braucht man eigentlich auch nicht. Holz ist Mangelware. Sollten wir das aufheben? Auch schon wieder zwei. Alter, das lohnt sich richtig gut. Das lohnt sich richtig gut. Das ist toffig. So, gut. Schauen wir mal hier hinten weiter. Naja, hier sieht es denn schon etwas leerer aus. Aber wir finden trotzdem noch was. Tada! Oh, da hinten. Da müssen wir hin. Da liegt unser Glück. Und da ist... Oh, Alter. Vielleicht haben wir hier noch ein bisschen was drin. Alter, mit der Maus zu steuern ist manchmal nicht so einfach. Und ich habe bei der Maus noch nicht mal die Wichte drin. Was eh bei der Maus eine ganz, ganz dumme Idee war. Logitech. Die Maus, da brichst du dir schon so den Arm, so schwer ist die. Und dann machen sie auch neue Wichte. Ja, ich verstehe das nicht. Ey, macht jetzt jeder. Wir müssen die Wichte drin knallen. Müssen sie sich damals gedacht haben. Weil die ist ja auch nun schon ein, zwei Tage alt. Naja. So, hier ist... Oh ja. Ich habe da eben gerade einen schwer atmen gehört. Und ich bin der Meinung, ich warte nicht. Also, würde ich jetzt sagen.
Der ist so weit. Oh, was, was? Oh, Alter. Der ist. Das ist doch nicht normal. So. Och Mensch. Gerade in dem Moment, der ist verwirrt, der weiß nicht, wo er hin muss. Oh, aber dafür er. Du hast da was im Korb. Komm, den holen wir uns, Villa. So. Keine Verschwendung hier. So. Magic. So, den nehmen wir uns auch noch mit. So, warte mal, die Pfeile, ich hatte doch schon welche gehabt. Ich hatte doch welche gehabt, das weiß ich doch ganz genau. Hm, gut. Ich habe gedacht, ich wusste das. So, da ist nichts. Wir haben einen guten Run. Run. So, die nächste Mission ist 3 Kilometer entfernt. Oh. Wir könnten jetzt so einen Hubschrapp-Schrapp nehmen, ne? Habe ich gerne Tasche. Aber irgendwie ist mir irgendwie nicht für eine Mission. Also heute ist, ich hab's ja erstmal mitgenommen. Was wir daraus machen, später nachgehen. So, warte mal. Nicht du. Ich wollte dich doch gerade Peng Puff und so, ne? So, der lebt noch. Jetzt nicht mehr. So. Der auch nicht. So, da sind auch noch 2. Das auch noch 1. Und das ist schon ja der Richtige. Hm. Also ich würde mal sagen, heute kriegen wir ein bisschen mehr als nur 1-2 Schuss raus, ne? Boah, Alter. Diese Kulisse hier, also das ist manchmal... Huiuiui. Dass es jetzt auch noch so schön warm ist und ich in der Dachwohnung wohne. Doppel-Win-Win-Win-Win-Win-Win-Win-Win-Situation. Das ist nicht cool. Bei mir bildet sich nämlich gerade Niagara-Fälle. So, das ist nicht das, was wir suchen. Das lasse ich mal gleich aus. Ausgezeichnet. So, da ist auch nichts. So, ich würde mal sagen. Jo, das sollte erstmal heute erreicht haben, ne? Das soll erstmal erreicht haben, Mensch. So, wir fliegen nämlich jetzt wieder zurück. Denn die ganze Chose einschmelzen. Oh, der wird ein Traum. Also, voraussetzt, ich kann das Ding hier absetzen. So, warte mal. Starten. Leertaste. Gut. Da war ein Stein. Dafür konnte ich nichts. Wer packt denn da auch einen Stein hin? So. Da müssen wir noch die Munition verteilen. Und dann, wenn wir Luft haben und so. Ach Mensch, wir haben ja auch noch gelöscht. Diese Messerplates. Karin, du bist Plate. Du hast Messerplates. Die müssen wir mal kicken, wo wir die hinstellen, weil die könnten ein kleiner Ersatz sein für Munition und so, ne? Aber eigentlich möchte ich die gerne extra klemmen. Klemmen sie dir. Ja, nee, falls mal Munition, also wir können die Dinger mal anmachen, quasi, weil die kosten ja bloß Strom. Bringt uns aber bei Schreithus nichts. Das ist scheiße. Und, wir haben doch mal ein Problem mit unseren
Stromzaun. Jetzt habe ich so überlegt, wenn wir den ersten quasi und den letzten in diesen Bunker reinpacken müssen, dann müsste er doch eigentlich durch Beton durchgehen. Vielleicht haben wir Glück, dass wir den uns nicht ständig zerkloppen. Das müsste man mal ausprobieren. Das ist eine gute Idee. Eine blöde Idee wartete, mit einem halben Tank zu starten. Ich glaube, wir müssen nämlich, obwohl, das müssen wir eigentlich noch bis nach Hause schaffen. Alter, das ist ja Sommi, das ist ja Sonic Speed. Alter, sag mal, können wir irgendwie ranzoomen? Nö. Ich glaube, wir sollten mal runtergehen. Hier ist ja ein schön turbulent. Jo, Wilhelm Tell. Das sieht eher aus hier wie olle. Allerdings hier von. Die Mumie. Nee, das war doch ja nicht bei der Mumie, das war doch bei. Ach, Indiana Jones, Mensch. Das ist auch einer mit so einem Dickgefloren. Und der sah auch genauso aus. Gut. Ja, 37%. Also, auch wenn du langsam fliegen tust. Obwohl, gib mal. Ich drück jetzt durch. Also, du kannst ja mit dieser. Pfeiltaste nach oben? Was ist denn das jetzt? Egal. Du kannst ja beschleunigen. Genauso wie wenn du rennen tust, ne? Nur irgendwie jetzt merke ich echt keinen Unterschied. Jo, it läuft. Winners, du bist doch so kacke. So, warte mal, wir müssen mal ganz schnell hier, Oh, Alter, ich hasse das, Alter. Windows, das ist der letzte. Gut. Schnippig raus. Vielleicht. Eventuell. Nö, eigentlich müssen wir das so als Warnung lassen, ne? Windows, ihr seid scheiße. In der Hinsicht. Nee, eigentlich seid ihr gut, aber also softwaremäßig. Aber bitte, also ist keine Meisterleistung von euch. Entschuldigung, Leute, ich muss erstmal meinen Wasserhaushalt ausgleichen. Ich habe nämlich gerade bei mir auf dem Tangometer aufgekickt, also ich habe jetzt hier knappe 32 Grad in der Kapuze. Löft. Ich suche gerade bloß noch einen Stein und wegen Pinienaufguss und so, ne? Alter, Falter. So, da, man sieht unsere Schneise richtig gut. Unser Wald und so, ne? Und wie gesagt, also wenn wir die zweite Etage irgendwann mal bauen, mit dem Tempel oben drauf, ich habe schon eine kleine Überlegung, was wie und was da oben ruf soll, dann kommt da wahrscheinlich auch noch eine Landebahn hin. Naja, ich weiß. Wahnsinn. Sag mal, wo ist denn unser... Ach da, Alter, dass das immer so spät aufploppen tut. Genau. Da hinten wird dann irgendwie, wo unser Garten ist, werden wir draus bauen. Irgendwie. Und dann, der Rennen, werden wir eine Landebahn haben. Perfekt gelandet. So, jetzt kann ich... Oh, doch, kann ich doch. Stimmt, wir hatten ja noch eben Platz gehabt. So, was sagt denn unser Garten eigentlich? Mal schauen, ob der Bug immer noch existiert. Wir waren... Obwohl, wir waren jetzt eben... Waren wir jetzt... Wir waren zwei Folgen weg, das ist... Aber trotzdem... Nee, Moment mal, das ist jetzt die dritte Folge, wo wir unterwegs waren. Obwohl, das geht... Das geht. Ich glaube, das ist original so. Ich glaube, die haben das gepatcht, die Schweine. Ja, unser schöner Garten. Ich mag den. Ich mag den so, dass ich überlege, ach, den reißen wir doch nicht ab. Den, wir werden einen Doppelstock machen, so. Zwei Gartenetagen übereinander. Und dann von oben Zugang drin? Muss ich mir überlegen.
Ach, das wird so ein Traum. Ich habe doch gesagt, von Anfang an, ich habe gesagt, das wird hier irgendwann mal eine Betonwüste. So, aber wir können dann auch irgendwann mal anfangen mit der Farbproduktion. Alter, das muss ich auch immer. Ich glaube, das werde ich mal schnell offline machen, sodass das in der nächsten Folge fertig gemacht ist. Dann habe ich das nämlich jetzt angekündigt und dann muss ich mich daran halten und ich muss es machen. Scheiße. Erst überlegen, dann nachdenken, Karbin. Ja, Leute, ich hoffe, das hat euch ein bisschen Spaß gemacht und so. Ich hoffe, wir sehen uns demnächst, Villa. Und ich wäre echt dankbar, Villa, Daumen und so, ne? Wäre Träumchen und so. Und macht euch einen schönen Tag. Und, kleiner Hansa, vergesst nicht zu trinken. Es ist warm draußen. Also, Leute, schönen Tag. Euer Karbin. Bye, bye. Ich glaube, ich wiederhole mich.